Ja gut, jetzt schön was ist auch was anderes, aber na, ihr werdet ja gleich sehen, was ich damit vorhabe. So. Oh, da hinten sehe ich gerade, fehlt eine Fackel. Hier fehlt ein Fisch, fehlt bestimmt. Ne, hier fehlt keine Fackel. Okay. Da hinten sieht das auch gut aus. So, da wollen wir mal gucken, dass wir den aufgebaut kriegen, den Mist. Und den Ernte auch noch das Gesetz kriegen, damit er hier gleich anfangen kann mit dem Blödsinn. So, ich brauche etwas, was ich unten vergessen habe. Verdammt! Obwohl, eigentlich kann er ja schon mal. Sekunde, das mache ich schon mal fertig. So, ich brauche. Der muss erstmal einmal weg, damit ich überhaupt was sehen kann hier vernünftig, was ich hier gerade mache. So, das kommt da, das kommt da. Der kommt hier. Dann gehe ich jetzt hier eins, zwei mal rüber und gehe jetzt hier noch so hoch, wie ich gerade kann. Weil desto höher die Windmühlen nämlich angebaut werden, desto mehr bringen sie. So, Output 4 EU pro Tick. Kann ich jetzt gerade mit leben. Das heißt also, dass er hier schon mal anfangen kann, alles dicht zu machen. So, da muss ich gleich noch hin. Der kann zu. So, jetzt müsste hier nämlich eigentlich. Warum kriege ich keinen Strom? Hallo, was soll das? Ich brauche Strom. Warum macht er mir jetzt keine EU hier rein? Eigentlich hat er mir doch gerade angezeigt, dass er EU rausbringt. Output 4 EU pro Tick. Zeigt er mir an. Aber er macht 0. Oder muss ich hier jetzt echt noch einen Rotor einbauen? Ich weiß es gerade echt nicht. Stock- und Eisenplatte, das ist jetzt auch nicht so verkehrt. Ich muss ja eh noch mal einmal runter. Weil ich noch ein paar Rohre gerade vergessen habe. Warum da jetzt gerade kein Strom rauskommt, ist mir so ein bisschen schleierhaft gerade. Kann auch sein, weil ich den gerade gesetzt habe, dass er deswegen noch nichts tun kann. Dass er den Chunk erst neu laden muss oder weiß der Geier was. So, jetzt brauche ich eine Eisenplatte. So, die können wir uns mal eben machen. Und ich brauche. Paar Stöcke. Ach so, nee. So war das nicht. Dann war das so. Und dann brauche ich noch ein logistisches Basisrohr, muss ich noch mal ganz dringend haben. Ein goldener Redstone-Chips. Ich habe keine logistischen Rohre mehr. Verdammt! Ich hatte doch noch welche. Wo sind die denn jetzt alle hin? Habe ich die alle aufgebraucht? Nein! Es scheint echt so, als hätte ich keine logistischen Basisrohre mehr. Gut, dann werde ich mir jetzt mal einen Diamanten in den Redstone-Chips jetzt hier mal fertig braten lassen müssen. Den kann er mir eben auch mal fertig machen. Da hat er keine gespeicherte Energie. Gut, schalten wir die Maschinerie mal eben wieder ein. Wo der Kram jetzt hier landet, das frage ich mich sowieso den ganzen Tag. Na komm, ich will das hier mal wieder einschalten. So. Da kann er mir jetzt ordentlich was fertig braten. Dann machen wir da nämlich jetzt als nächstes erstmal mit weiter. Ich versuche jetzt mal oben den Rotor erstmal einzusetzen.
Nee, sind wir falsch? Muss ich gleich nochmal runter und dann gucken, was da passiert. Kann ich den da einsetzen? Nein, kann ich nicht. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ich weiß, woran es liegt. Das ist jetzt doof. Muss mal eben den hier wieder abbauen. So kann ich den. Achso, der liegt hier oben noch drauf aus Versehen. Da ist er. So, jetzt habe ich hier nämlich den normalen Generator wieder. So, das heißt, dass ich den jetzt erstmal hier unten ransetzen muss. Weil die Windmühle braucht nämlich Platz um sich herum. Diesen Platz haben wir gerade nicht. Das heißt, wir werden die Windmühle hier drüben irgendwo hinsetzen müssen. Das heißt, ich brauche mehr Kabel. Den Ernter können wir aber schon mal einmal setzen hier kurz. So, der kann jetzt hier schön nach vorne ernten. Der hat auch schon Energie. Ist ja lustig. 4000 EU. Wir können natürlich auch erstmal was anderes machen. Das funktioniert, das funktioniert. Wir lassen das Ding erstmal mit über den Generator mitlaufen hier so ein bisschen. Oder wir können zusehen, dass wir hier von den Dingern mit abgehen. Das würde auch gehen. Das müsste eigentlich funktionieren. Obwohl, nee, ist auch scheiße. Ich setze jetzt hier erstmal den alten Generator. Ja, das war jetzt volle Kanne gerade intelligent. Mache ich das erstmal so. Der hier muss offen bleiben. Manchmal ist man so ein bisschen doof, ne? So, der kann hier hin und dann werde ich dem jetzt erstmal sagen, verbrenn mir mal Kautschuk. 0 EU, alles klar. 3700. Kautschuk. Hier baut sich jetzt Energie auf, sehr schön. Das heißt, wir haben eine gute Möglichkeit gefunden, unseren Kautschuk loszuwerden. Hey! Klasse! Das ist überhaupt die Idee. Das Ding beheizt sich komplett mit Kautschuk. Dann muss ich hier noch ein Rohr rüberführen und muss bis hierhin hin. Das heißt, ich brauche ein logistisches und ein Anbieterrohr und ja, genau. Das machen wir so. Damit kann ich nämlich endlich meinen Kautschuk verheizen. Der uns hier langsam. Ja, da fängt er jetzt schon an, oben abzuernten. Habt ihr gerade gehört? Dieses Brrrt, das war gerade der Ernte, der den ersten Baum geerntet hat. Er kann nur noch nichts loswerden. Das ist gerade so ein bisschen sein Problem. Weil er noch kein logistisches Rohr dahinter geschaltet hat. Ich muss mal eben gucken, wie weit jetzt hier das Ding jetzt hier ist. Ja, er ist im Gange. So, was kann ich noch machen? Logistisches Rohr brauche ich. Ich brauche noch ein Versorgungsrohr. Ach, das kann ich ja hier schon drüber machen. Ich glaube, ich werde den Ernter einmal kurz im Auge behalten, solange er da noch unten. Nicht, dass er mir jetzt alles rausschmeißt. Ja, der hat mir jetzt gerade den ganzen Kram einmal hingeknallt. Schmeißt er mir alles vor die Füße, die Sau. Alles, was der Baum gerade hergegeben hat. Wenn ich mir das so angucke, muss es gewesen sein. Gummibaum. Könnte. So, für den hat er jetzt natürlich keine Energie mehr für diesen Blödsinn hier gerade. Das heißt, ich werde mal zusehen, dass ich mir jetzt hier noch was reinschmeiße. Am besten Gummibaumholz. Wie ihr seht, es funktioniert. Er erntet. Stelle ich mich einmal hin.
fange den ganzen Mist mal auf. Kautschuk kommt dann rüber. Wir können hier natürlich auch über Holzkohle betreiben. Dann müssten wir dann nur mal gucken, wie wir das dann am besten machen. Da habe ich jetzt aber auch schon ganz eine wilde Idee gerade, wie ich das am besten hinbekomme. Ja, doch, das könnte funktionieren. Da muss ich dann nur noch einen Chip für haben. Und hier diese Sludge, die hier drin ist, die lassen wir da erstmal drin. Ich weiß jetzt nicht gerade, was der hier gerade wie blöde erntet, aber... Ich will hier hoch, verdammte Hacke. Ach, der erntet jetzt hier alles gerade ab hier hinten. Unsere gesamte Plantage hier hinten. Naja, soll er ruhig machen. Habe ich jetzt gerade wenig dagegen. Weil wenn er einmal einen erwischt hat, ein Teil eines Baumes, der hier drinne ist, dann erntet der alles ab. Und weil die hier gerade alle dicht zusammenstehen und ineinander übergehen, ist er jetzt der Meinung, diese ganze Plantage ist ein riesiger Baum. Den ernte ich doch jetzt mal komplett ab. Ist das nicht so die dürfste aller Ideen, aber... So kann man mit mehreren Pflanzern, kann man da zusehen, dass man einen Ernter denn nur braucht. Wenn man die Dinger dicht an dicht hat stehen, wie bei diesem Dings hier eben. Jetzt hat er wieder keinen Saft. Schmeißen wir da eben noch wieder was rein. Was haben wir denn hier so schönes? Gummibaumholz. Hin damit. Brauchen wir nicht. Ist haufenweise. Gummibaumholz. Rein damit. Das jetzt mal einmal anders, Sekunde. Der raus. Der hier ran. Gut. Das heißt, er bringt jetzt erstmal alles, was hier ist, erstmal ins Lager. Das ist jetzt schon mal gar nicht so doof. Und noch mehr Gummibaumholz, was hier noch rein kann. So, da hat er jetzt gerade keinen Setzling mehr für. Aber das ist ja auch gleich kein Problem, wenn wir den dann gleich fertig haben da unten. Ja, alles wandert ins Lager. Ist doch herrlich, oder? So, damit haben wir unsere Baumproduktion schon mal fast hinbekommen. Was man natürlich auch machen könnte, ist dann mit einer Solarfläche da unten zu arbeiten. Da fehlt mir aber momentan leider noch das Material für. Da brauche ich mehr Kupfer für. Und Kupfer haben wir gerade ein bisschen so eine Knappheit. So war der immer noch nicht fertig. Schade. Goldner Reds. Hat er nicht eben schon. Nicht eben schon halt so weit? Achso, ja, der will ja jetzt gerne Holzkohle mehr. Eieiei. Holzkohle, her damit. Hinein damit. So, das kann er erstmal loswerden. Das müsste ja eigentlich auch schon gleich das erste Material angeschossen kommen. Ja, da kommt's. Ist ein bisschen langsam unterwegs, weil wir nur Pflastersteine in die Transportröhre genommen haben. Aber es wird mit der Zeit bestimmt schneller werden. Den Eisenbahn kann man hier übrigens wieder rausnehmen. Der wird leider nicht verbraucht beim Herstellen von dem Ding hier. Der wird wohl nur ein Bruchteil eines Bruchteils benötigt und dieser Bruchteil ist dem irgendwie noch völlig Banane. Versorgungsrohre habe ich hier noch dran. Da kann ich jetzt eigentlich schon mal einen rausnehmen. Den nehme ich mal eben weg. Den brauche ich gleich für oben erstmal einmal. Was brauche ich noch? Logistische Versorgungsrohre brauche ich. Kann ich hier irgendwo noch eins wegnehmen? Da geht keins weg. Da geht keins weg. Wenn ich das so mache... Hier kann ich eins einsparen. Das kann ich einsparen.